Meine sehr geehrten Damen und Herren. Liebe Österreicherinnen und Österreicher. Das Geheimnis Österreichs war immer das Miteinander. Und alles zu unterlassen, was uns entzweien könnte. Wir haben auch Grund, mit einem vernünftigen und starken Optimismus in die Zukunft dieses neuen Jahres zu schauen. Also ich habe für unser kleines Land drei kleine Wünsche. Der erste Wunsch wäre, dass unsere Zivilgesellschaft aus der Zwergpudelmentalität heraustritt und nicht nur die Probleme ankläfft, sondern sie auch beißt. Das heißt, dass sie zukunftsfroh und optimistisch die Probleme, die auf uns zukommen, löst. Der zweite Wunsch wäre, dass unsere geschätzten Politiker ihre Beratungsresistenz für Kunst und Wissenschaft aufgeben und diesen ganz wichtigen kulturellen Teil unserer Gesellschaft positiv und auch fördernd gegenüberstehen. Ich möchte daran erinnern, dass zum Beispiel ein Museum nur die Hälfte eines Jagdbombers kostet und auch viel menschlicher ist als ein Jagdbomber. Und der dritte Wunsch wäre, ja, der betrifft eigentlich mich und meine Freunde, weil meine Freunde und ich wollten gerne einen Stadtteil von Wien nicht nur entwerfen, sondern auch bauen, um zu zeigen, dass Wien nicht die Hauptstadt der Vergangenheit ist, sondern auch eine Weltstadt der Zukunft sein kann.